Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir endlich wieder ins Ödland zurückgekehrt. Boah. Und ich wollte eigentlich ein bisschen offscreen leveln, aber dann ist mir eingefallen, oh, wir sind ja mitten in der Sterne Bruderschaft Mission und ja, wurde nichts draus. Guck mal, wir sind so nah vor Level 74, das kann doch nicht sein, ey. Aber wenn wir die Mission erledigt haben, werden wir wahrscheinlich Level 74 sein, ne? Wir müssen diesen ein Typ mir bei Schatten, der vielleicht oder vielleicht auch nicht Vorräte von der Bruderschaft klaut. Und ja. Weiß nicht. Müssen wir ja echt schleichen. Dann bin ich nicht gut. Paladin Lanz wird wahrscheinlich auch nicht sehr viel helfen. Mit seiner 5 Tonnen schweren Rüstung. Wird schleichen bestimmt ein Kinderspiel. Aber okay. So, kannst jetzt mal zu Ende laden, wenn du willst, ne? Nein, okay. Sieht jetzt aus, als hätte er ein Gesicht irgendwie. Ja, da unten, das Orange, da sind die Zähne, da ist die Nase. Okay. Weiter. Was geht ab? Ich folge dir nicht. So, Mission ist Pflicht oder Schande. Beschatte Anwärter Clark. Okay. Nach Dienstschluss hole ich mir ein dickes Salz von Sehr der ruhig, ich Stadt. muss jemanden schleichen. Ja, Nachtschicht. Okay, was machst du denn da? So, mach's. Ich werde deinen Mord beobachten. Ich hab Nachtschicht, kann ich von Kilometer weit jetzt sehen. Den Farber gelernt. Hey, ich bin nicht im Dienst. Lass mich in Ruhe. Okay. Na, macht er da? Nicht näher rangehen. Ja. Ich folge dir doch gar nicht. Warte. Ich mache hier nur sauber. Hier. Plündern. Hier, das mache ich halt, ne? Hey, was machst du hier draußen? Ich bin hier drin. Ich gehe nur spazieren, Anwärter. Schleich dich nicht so an. Hier ist es schon schlimm genug. Ich gehe in ein paar Minuten zurück. Du musst nicht warten. Setze ich jetzt eiskalt dahin oder was? Hast du draußen gemacht? Jetzt ich weiß, dass du hier hingehst, ne? Mache ich schon mal weniger. Warte, bis du hier hinkommst, falls du hier hinkommst. Du kommst nicht hin, oder? Nee, war. Okay, wir bleiben jetzt hier. Er geht hoffentlich jetzt hier wieder raus. Oder auch nicht, was macht er da? Versucht er mich anzusprechen oder was? Macht er da? Mach mal dann so. Habe ich einen Stealth Boy oder irgendwie so? Ich war den auch schon am Folgen. So, jetzt weiß ich auch, wo der hingeht. Habe ich den so vor? Gibt's doch nicht. Ich muss jetzt hier einen Tag warten oder irgendwie so was. Ne, ne, ne. Schau, ich will Fortschritt hier schaffen. So, habe ich einen Stealth Boy? Nö. Ich nicht mal ein Stealth-Feuer hier zeigen. So, ich gehe jetzt, weiß ich nicht, dahin.
So, mach irgendwas. Sehe, das ist ein Ort, den wir noch nicht erkundet haben. So, machst du jetzt irgendwas da oder muss ich warten? Hier geht es auch noch weiter, ich kriege. Ja, geil. So, speichern. Ja, unter Wasser eigentlich folgen. Okay, dreht sich mal um, zu gucken, ob da jemand hinter dem ist. Na gut. Wo ist er? Ja. Ist da, wo gehst du denn so weit hin? Lange ja die Schleiche in dem Spiel. Gegner tun mich schon von 10 Kilometer Entfernung mal riechen. Dann soll ich auch noch mal so einen Typen hier folgen. Ja, natürlich. Okay. War der Ort schon vorhin hier? Seid ihr nur so ein einzelner Raum oder ist das? Die Frage ist jetzt, kann ich jetzt direkt hereingehen? Der müsste dann ja eigentlich dann genau vor mir stehen, ne? Hoffentlich nicht. Ja, okay. Aber wenn mir Gegner irgendwo reinfallen, die stehen dann auch immer direkt vor mir. Ah, schon. Laut Vermessungsteam sind sie eingestürzt. Was macht ihr hier unten? Keine Ahnung. Ist der Gärtner, der hat alle getötet. So, ist er jetzt schon ganz tief drinne oder ist er wirklich hier so in Real Life am Laufen? Auf dich wirkt das nicht alt. Für mich ist es ein archäologisches Relikt. Okay. Nee, der ist unten, also nehme ich mal an. Ziemlich ungewöhnlicher Ort. Wie lange begleitest du mich eigentlich schon? Was, das ist ein Ghoul? Ich glaube, dagegen wird der Hammer nicht so. Wegen Strahlung. Oder auch nicht. Ich habe keine Erfahrungspunkte bekommen, also hat der wahrscheinlich gefehlt. Die Waffe ist so überpowert, ne? Was bist du denn? Ritter Ryland. Dieser grüne Dunst, ne? Ich habe schon mal irgendwas angegriffen. Oh Gott. Ich habe schon mal irgendwas angegriffen, nachdem ich dann den Skill geholt habe. Was zum? Was ist mir passiert? Wenn ich meine verbesserten Angriffskraft hier genommen habe. Mit Nahkampfwaffen. Auch nicht mehr. Oh nein.
schon ein bisschen weiter. Fällt mir ja gerade ein. Wir sind ja nicht mal in Fahrhaber. Also mal schön wieder eine andere Farbe kommen. Ja, soll ich erstmal vorläufig. What? Weil bald kommt das DLC ja im Core World als nächstes dran, da werde ich den wieder ein bisschen ändern. Oh, ist das schön wieder. Ich habe die Farben voll vermisst. Das ist voll ungewohnt. Sticht schon ein bisschen in den Augen. Ich kann jetzt da runter gehen. Nee, kann ich nicht. Ich muss die Karte finden. Ich bin nicht mehr in diesen blöden Nebel. Der hat mich schon ein bisschen gestört wegen der Sicht. Ja. Ich dachte jetzt, ich komme jetzt in so einen Raum, wo nichts ist. Einfach nur so shit. Wo bist du denn schon wieder hin? Da ist ja noch nicht mal weit. Aha. Da muss ich ja die Gule erledigen. Und ich kriege auch noch ein paar, weiß ich nicht, Belohnungen hier von Dance. Hoffe ich der Bruderschaft helfe und so. Habe ich ja nicht den angeschlossen wegen den geilen Rüstungen und also was, obwohl irgendwie schon. Unter anderem. Rennen. Und woher tue ich das Ding aber wegpacken? Bin ich auch voll überpowert. Einer. Ja, sind die Gegner wieder voll einfach, aber kommt irgendwie eigentlich ein legendärer nicht dran. Ja, schon so ein extremer Unterschied zwischen den Level. Obwohl, ich frage mich, ob es irgendwann einen Punkt gibt, wo nicht weiter leveln die Gegner. Ja, ein bisschen schwachsinnig. Das wär's. Ja, kann bestimmt über 100 Level ja hochsteigen. Man so weit leveln kann, bis man alle Perks hat. Kann schon ein bisschen dauern. So. Hallo. Ich kann sagen. Ja, ich habe nicht getötet. Au. Beide meine Arme sind gebrochen. Ich bin wütend. Aber ich hoffe, jetzt den Packs, Mann. Zu dir gefälligst. Soll mal speichern. Man tue ich ja nicht mehr so speichern, ey. Wieso denn schon wieder ein Hallo? Warte, vielleicht bis ich irgendwas mache. Ich bin ja der Boss. Meine Lehre.
Nein, explodiert gleich wieder was, ne? Ja. Nee, da. Was? Jetzt blöde. Alter, wie viele Gegner sind da? Ich glaube, wir sind nicht allein. Finster. Ich sehe keinen. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. Oh, nein, mein Bein. Ja, sehr gut. So, weg. Boah. Blöde explodierenden Dinger. Die warten doch immer, bis ich ja nie vorbeilaufe, bis sie explodieren. Oh, die Frechheit. Gut gemacht. Aha. Warum ist er schon wieder? Alter. Kommt der denn her? Boah. Hey. Was hat denn? Und sein Arm schwebt in der Luft. Boah. Geh weg da. Dann, ne? Ich dachte, ich kann die Autos anvisieren. Ha. Junge. Dieser Armball. Au. Dieser Armball einfach so neben mir am Schweben. Oh, hi. Ich werde auch keine Chance geben. Tut mir leid. Diese Rippe, Alter, ist broken. Tut mir leid. Wenn ich mir nicht mal gedacht habe, das Ding hier einzubauen. Danke. So. Was ist das? So, sind wir jetzt bald da. Okay. Dann erstmal hier lang. Warum ist denn das Ding schon wieder feindlich mir gegenüber? Seid ihr eine geile Fraktion, ne? Habt Ghule direkt unter eurer Basis. Ihr habt sau voll drauf. Kann mal langsam hier diese Jungs-Effekt mal wieder kommen. Das wäre geil. Unsere Begabung. Habe ich nämlich eine Menge Erfahrungspunkte bekommen. So vielen Gegnern. Aber nein. In der Regel kommt das immer erst, nachdem ich den letzten Gegner erledigt habe. Hey, du kannst für kurze Zeit, weiß nicht, fünffache Erfahrungspunkte bekommen. Ja, hier. Letzte Gegner ist erledigt. Okay, jetzt werfen wir mal den Effekt an. Kannst du mir später danken. Zweite Ding, ja. So. Wenn wir immer allein irgendwo reingeht, ne? Pass er mich nicht an.
Kann ich vielleicht ja mitschlagen. Ja. Souvenir aus Farbe. Fans. Lass den Text. Komm, da hinten war noch ein Ort, wo ich hingehen konnte. Ich glaube, ich gehe schon voll in die richtige Richtung. Ich nochmal zurück. Aha. Feuer. Wollte ich nicht mitnehmen. So, da war ich. Jetzt geht es. Easy. Wow. Else. Bin durch. Shame. Ich weiß gar nicht, warum ich Nuka-Colas überhaupt mitnehme. Ich trinke die nie, ich benutze die nie, ich tue die eigentlich nur zu Hause horten. Ich kann nicht wissen, wie viel ich da schnapp. Meine Granaten auch, die tue ich alle zu Hause horten. Ich benutze die gar nicht. Weil ich... Irgendwann benutze ich das schon alles. Weil ich baue mir einen Swimmingpool voll aus Nuka-Colas. Und schwimme ich da drin. Oder ich trinke die einfach. Dann kriegt man ja auch einen Kronkorken, ja. Pro Flasche. So. Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern lieber uns erzählen. So, Quantum. Schade nicht, irgendjemand diese Nuka-Colas sammelt. Wie im dritten Teil. Mich erschreckt. Mann. Schlaf. Was? Ach so, den seinen Arm war das. Ich habe seine Aufnahme gesehen. Na doch, ein Level Up kriege ich wohl noch in der Folge, oder? Guck mal, wie viele Gegner da nur sind. Einer nach dem anderen bitte. Wir für jeden Zeit. Einen anstellen, mitnehmen. Einer nach dem anderen. So broken der Teil. Ja, wir sind ja am Flughafen. Schon gefragt, warum sind hier so viele Koffer? Ja, wir sind im Koffergeschäft. Das kann auch sein. Einstreckwerbung. Okay, ach, jetzt hat er mit dem Roboter hin. Ja, wollte schon sagen. Ja, wahrscheinlich irgendwie Locations zu freischalten, ne? Freedom Trail. Jamaica Plain, da habe ich auch noch was, ne? Mission. Die Boston Bibliothek, da muss ich auch noch mal rein. War diese Bibliothek, wo ganz viele Supermutanten im Eingang drin waren. Und ich immer so eine Falle am Anfang ausgelöst habe, da muss ich auch mal irgendwann rein. Hallo, ich weiß noch nicht, wo du bist. Wartet, ich hole euch noch mehr. Wer der füttert hier die ganze Ruhle? Er ist doch krank. Dann kann ich da nicht mal irgendwo. Runter, aber
gehe ich nach oben. Geht, glaube ich, nicht. Nein. Wetten, der tut die ganzen Ghoulier füttern. Da ist er. Aber was es mit dem Typen auf sich hat, sehen wir jetzt. Warte. Habt ihr uns auch schon gesehen? Nee, ne. Hupsala. Lass mich erstmal meinen schicken Hut aufziehen, falls es zu Dingens kommt hier. Oh, hatte ich die ganze Zeit schon, verdammt. Ich viel mehr Erfahrungspunkte kommen können. Anwärter, geht. Was machst du hier unten? Was machst du hier unten? Ich bin dir gefolgt und du hast mich direkt zu den Vorräten geführt. Verdammt. Ich dachte, ich wäre vorsichtig gewesen. Irgendwann musste es ja rauskommen. Das konnte ja nicht ewig so weitergehen. Was kann nicht weitergehen? Lebensmittel zu stehlen. Ich bin bei der Logistik. Keiner hat nachgefragt, als ich sie aus dem Terminal holte. Ich brachte sie nachts hierher, um die Ghule zu füttern. Es hat funktioniert. Bisher. Wer hat echt die Ghule gefüttert? Was meinst du mit, es hat funktioniert? Warum tust du das? Ist eine lange Geschichte. Ich hatte mal einen Freund, der ein Ghul war. So menschlich wie du und ich. Aber die Bruderschaft. Für die Bruderschaft sind sie ausgeboten. Sie verdienen es zu sterben. Würdest du ihn töten? Nur für das, was er ist? Ein Wilder, ja. Ein Wilder Ghoul? Welchen Unterschied macht das? Waren die nicht alle mal Menschen? Ich kam vor 2 Jahren zur Bruderschaft. Die ganze Zeit über habe ich nie unsere Überzeugungen angezweifelt oder in Frage gestellt. Aber bei der Schlacht und dem Flughafen kamen immer mehr Ghule. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich getötet habe. Sie liefen weg. Aber wir machten weiter. Ich tötete sie. Ich habe sie alle getötet. Ja, was hast du erwartet? Du bist in der Bruderschaft. Was hast du erwartet? Du wusstest, wofür die Bruderschaft steht. Nein, eigentlich nicht. Nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Nach der Schlacht musste ich nachdenken. Ich fand diesen Ort und die Ghule. Was sollte ich tun? Es melden? Dann wären sie abgeschlachtet worden. Ja, jetzt habe ich sie abgeschlachtet. Dann hätten sie unsere Basis angegriffen. Ich dachte, wenn ich ihnen zu essen bringe, bleiben sie vielleicht unten. Dann hätte es nicht noch mehr Tote gegeben. Glaubst du, ich habe das Richtige getan? Glaubst du es? Ich weiß es nicht mehr. Du fragst mich, was ich frage, zurück. Was meinst du? Deiner Meinung nach tun? Lass sie in Ruhe. Solange sie hier bleiben, schaden sie niemandem. Ich weiß es noch nicht. Gar nicht so einfach, oder? Und was ist mit mir? Du solltest dich stellen. Das stimmt wohl. Der Captain wird es nicht verstehen, aber so ist es ehrenhaft. Vielleicht respektiert er das wenigstens. Ich brauche ein paar Minuten, um mich zu sammeln. Geh, der Aufzug ist im anderen Raum. Nimm meine Schlüsselkarte, ich komme gleich. Was machst du schon wieder? Oh. Ich dachte erst, du machst die Geräusche. Gut, dann will ich aber sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge für Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur... Er macht die eiskalt platt. Okay, das Schicksal Ghule werden wir in der nächsten Folge hoffentlich bestimmen. Okay, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.